So, weiter geht's. Wow, mein erster Dungeon, kann man sagen. Okay. Okay, Mäuse, die nix sagen, schade. Ja. Den Sarkophag öffnen? Ja, klar. Wow, ein Zombie. Ja, Zombie, ich hatte recht. Von hinten, aber nur einer. Oh, du kleiner, süßer Pupsombie. Der wollte mir... Oh, er fällt auf mich rauf, wenn ich nicht aufpasse. Und er hat... Gut, ich dachte, er hat viele HP, aber... Nö. Medizinflasche braucht man noch nicht. Schutzring gefunden. Au, ach so. Aha, 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 aha. Schutzring. Absorbiert Schläge. Greift an, aber wird sich zu 99% auflösen. Ja. Das ist ein ziemlich eigenartiges Item. Auch ein ziemlich gutes, kann man sagen. Die Attacke, die mich trifft, wird auf jeden Fall zu 100% absorbiert. Das heißt, wenn mich jetzt ein Gegner mit 99 Schaden angreifen würde, würden diese 99 oder 99.000, was auch immer, auf jeden Fall absorbiert werden. Aber danach zerstört sich halt der Ring zu 99%. Das heißt, eine Attacke überleben wir auf jeden Fall. Was ich gut finde. Später ist sowas vielleicht noch nützlich. Wir werden schauen. Verkaufen werde ich ihn definitiv nicht, weil... Was macht der Funk? Ah, richtig. Er tötet Gegner und... Yeah, wir licken! Ja, keine Medizinflasche, aber wir bekommen... Die Spählinse. Auch ein interessantes Item, weil... Es gibt... Jo, ist richtig. Achso. Okay, nee, dann doch. Aber doch, ist auch interessant. Lässt dich HP, TP und andere Werte der Gegner erfahren. Also ist sozusagen wie Final Fantasy Analyse. Oder, ja. Ja, wie Final Fantasy Analyse. So kann man es am besten beschreiben. Skelette! Täusche ich mich oder lassen die Skelette auch manchmal ein gutes Schwert fallen? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her, wirklich. Auf jeden Fall, es gibt massig viele Gegner in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie viele. Auf jeden Fall manchmal zu viele und manchmal... Ah. Hier, Level Up für Chester. Ich hätte auch gern eins. Ich wäre gern jetzt Level 5000. Ja. Ja, ich möchte ihn öffnen. Natürlich. Was denkt ihr denn? Und ein Zombie. Oh mein Gott, wir sind so überrascht. Wir machen Zombie kaputt. Ja, ein Zombie von hinten. Knups. Und sein Knubbelaugen ist so süß. Knuff, knuff, bums. So, 8 Erfahrungspunkte, 20 Gold. Und wir bekommen als nächstes Item, wir sind gespannt, das Stundenglas. Oh, das stand gerade komisch da. Da stand Stundenglas gefunden. Stundenglas. Damit kannst du die Gegner für eine kurze Zeit aufhalten. Kurz gesagt, es ist der Zauber Stopp. Ich muss es mit Final Fantasy vergleichen, weil das kennt ihr alle. Es ist der Zauber Stopp, welcher den Kampf anhält sozusagen. Nur... Hier ist es ja so active, active, überactive, besser als in Final Fantasy, dass hier wirklich der Kampf angehalten wird und wir ohne Unterlass auf den Gegner einkloppen können, was sehr, sehr genial ist, für die Zeit, die zumindest die Zeit angehalten wird, was auch nicht allzu lange ist, aber immerhin. Kettenhemd, so ein Scheiß, warum habe ich es mir gekauft? Ah, hätten wir 900 Gold sparen können. Dreck, 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 Dreck. Japp, aufmachen. So, ich will den ganzen Dungeon hier noch fertig machen und dann mache ich erstmal Stopp und lade wieder Teile hoch für euch. Hungriges Völkchen! Ah, nein! Und er trifft nicht. Ja. Ah, das ist ein Affner. Ja. Ah. Aber wir bekommen... na egal, ich verrate noch nichts. Also ich wüsste gerade... Eine Sache weiß ich jetzt gerade noch, die auf uns zukommt. Runenflasche, das ist das Item, was ich meinte. So, Items. Runenflasche ist, wie viel... Ich finde, eins der besten Items im Spiel. Macht Idefix, richtig. Identifiziert unbekannte Items, beziehungsweise verändert manche. Und das ist das Geilste an diesem Item. Wir werden es benutzen und... Moment. Verdammt. Mist, 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 Mist. Aber ich zeige, wo ist denn hier? Bohnenkraut, genau. Wir benutzen die Runenflasche auf das Bohnenkraut und... Rotes Bohnenkraut transformiert. Schauen wir es uns an. Dieses Kraut erhöht deine TP-Rate um 10%. Dum, 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 dum. Aber wir werden es noch nicht benutzen, weil der Funk möchte ja von jedem Gegenstand mindestens einen im Inventar haben. Also warte ich, bis ich zwei habe. Ja, so bin ich. Das ist meine Art, Items zu sammeln. So. Und noch mehr Gegner und immer mehr Gegner. Ja. Ja, und ansonsten nächste Woche, meine Projekte könnt ihr ja im Forum nachlesen. Genau, wir haben ja immer noch unser Let's Play Forum, wo sich
viele. Langschwert, ich glaube, das ist es. Nee, das war die Scheißwaffe, oder? War das die Scheißwaffe? Quatsch. Ausrüsten. Ja, langweilig. Scheiße. Wir haben ja unser Let's Play Forum, auf welches ich nochmal dringend hinweisen möchte. Internetadresse www.let's-play.all-up.com. Also, ja. Auf der rechten Seite könnt ihr es eigentlich immer in meiner Beschreibung sehen. Da seht ihr das Forum, auch den direkten Link dazu. Klickt hin, dort findet ihr viele LPR. Wir probieren alle aus dem ganzen YouTube-Schnurz ranzukarren überhaupt. Und wollen einfach eine große und eine großartige Let's Play-Community daraus machen. Yippie-juhu. Was wir auch schaffen werden, hundertprozentig. Natürlich. Wir müssen nur an uns glauben. Nicht wahr, Freunde? Glaubt an euch! Ja, ja, ja. Techniken, Mint, Erste Hilfe, Bum, Bum, heilen! So, egal. Hier? Hä? Die Tür ist irgendwie versiegelt. So ein Scheiß. Warum bin ich dann zurückgelaufen? Ja. Und nochmal. Untoten. Und hier links rum. Leider bin ich das Japanischen nicht mächtig. Ich wollte es immer mal lernen, aber ich lerne zurzeit Schwedisch und Japanisch wird danach dann kommen. Das heißt, wenn das Spiel ein wenig in Schwedisch wäre, könnte ich euch ein paar Sachen vielleicht übersetzen. Aber so noch nicht. Tut mir leid. Da ist der Funk noch zu dämlich für. So, nach unten. Dieser Dungeon ist doch größer als gedacht. Kann ich euch ansprechen? Nein. Und weiter. Ja, dieser Dungeon ist wirklich größer als gedacht. Okay. Okay. Zu groß. Viel zu groß. Okay, eine Tür. Und weiter geht's mit Gegnern. Und neue Gegner? Nein, natürlich immer noch die alten. Olle Kamellen, wie ihr mittlerweile findet. Aber diese Glubschaugen sind so süß. Guckt euch die Glubschaugen der Zombies an. Ich hoffe, man kann das bei der YouTube-Qualität erkennen. Yeah, genau so. Und nochmal. Oh, herrlich. Ja, so macht euch das Kämpfen doch auch mehr Spaß, wenn ihr so ein bisschen was zum Zugucken habt, wo es abgeht. Tierisch. Yeah. Und jetzt gehen wir hier hin. Was hab... Oh Gott, ist es zu groß. Wahnsinn. Und zu einer anderen Seite. Ah ja, machen wir euch platt. Hier links lang. Und... Oh, er hat uns nicht getroffen. Sehr gut. Und Chester hilft uns. Danke, Chester. Funk Level Up und keine Technik. Funk. Funk, 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 Funk. So, was ist hier unten? Oh mein Gott, das ist riesig. Gehen wir erstmal nach oben. Oh Gott. Ja, Leute, die Dungeons sind nicht gerade klein. Später wird... die Sache darf ich vorwegnehmen. Ich werde ja nicht zu viel verraten. Später wird ein Dungeon in diesem Spiel kommen, wo ich glaube, ich eventuell 10% oder 20% der ganzen Let's Plays verbringen werde. Weil er ist jetzt schon groß und er wird später noch größer. Es ist, wenn ihr Lufia kennt... Oh, Mensch, schön. Wenn ihr Lufia kennt, da gibt es ja die Höhle der Ahnen mit den 99 Stockwerken. So ungefähr, sag ich jetzt mal, ist auch hier eine gewisse Höhle. Auf die ich mich aber auch freue, weil, oh mein Gott, die wird schön schwer. Ja. Ansonsten erinnere ich mich echt nicht mehr an viel. Wie gesagt, ich wurde auch gefragt, warum ich dies ein Blind Run nenne, obwohl ich das Spiel ja schon mal gespielt habe. Weil ich ungefähr 80% dessen, was ich damals gespielt habe, vergessen habe. Und Kettenhemd, leck mich. Kann ich euch irgendwie ansprechen? Hä? Was war da? Was? Moment. Ich habe... Cool. Ich habe irgendwas gemacht. Ich weiß noch nicht was. Offenbar 4 Skelette Ja. Habe ich gerade mal wieder irgendein Thema vergessen? Ich hoffe es nicht. Ach, egal. Ja, jetzt könnt ihr erstmal auch wieder sagen, wie euch die Stimme des Helden gefällt. Ich habe sie jetzt ein wenig... es ist ein wenig von Funk Royal, wie er ansonsten spricht, und ein wenig, nachdenklich, ein wenig sinniert, doch, als wenn man ein wenig nachsinnieren würde über jeden Satz, dass man sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lässt, ungefähr. Und dann wir oben, nein, hier war natürlich nichts. Mann! Hallo! Aber die Kämpfe nerven mich nicht mal, das ist eigenartig. Weil es ist so ein schönes Spiel, es ist so detailverliebt, so niedlich und so schöne Gegner. Und außerdem, die Kämpfe gehen ja an sich auch ziemlich schnell vorbei, kann man ja mal sagen, ja. Ansonsten, unsere LP-Community wächst und wächst und wächst, also wir werden... Oh, hier, Salbei und Mixbonbon. Salbei, zeige ich euch, ist, glaube ich, ja, dieses Kraut erhöht deine HP-Rate um 5%. Also, wenn wir die nächste Runenflasche finden,
werden wir sie auf dem Salbei anwenden, damit wir dann 10% haben, was auch genial ist, weil wir dann mehr HP haben.